Für niedersächsische Schulen relevant sind nur drei Normen, nämlich in erster Linie der zum 1. Januar 2020 nochmals neu gefasste Paragraf 31 des niedersächsischen Schulgesetzes NSCHG und die Europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO sowie in zweiter Linie das niedersächsische Datenschutzgesetz NDSG. Das Bundesdatenschutzgesetz BDSG hingegen richtet sich ausschließlich an die private Wirtschaft und Bundesbehörden. Es kann für Schulen nur ausnahmsweise dann relevant werden, wenn es Schülerfirmen gibt, die in größerem Stil wirtschaftlich tätig sind. Beginn und in der Regel auch Schlusspunkt datenschutzrechtlicher Fragen für Schulen ist der Paragraf 31 Niedersächsische Schulgesetz. Der spätestens seit der erneuten Novelle am 1. Januar 2020 die wichtigsten Konstellationen regelt. Nur bei Dingen, die dort nicht geregelt sind, kann ein Rückgriff auf die DSGVO und das Niedersächsische Schulgesetz notwendig sein. Wir beschäftigen uns im Folgenden mit der sogenannten Eigenverarbeitung, die im 31 Niedersächsisches Schulgesetz geregelt ist. Paragraph 31 Absatz 1 Niedersächsisches Schulgesetz Stellt die Rechtsgrundlage dafür dar, dass Daten überhaupt erhoben werden dürfen und konkretisiert sodann umfassend den zuvor dargestellten Grundsatz der Zweckbindung, dass nämlich Daten nur spezifisch für einen bestimmten Zweck und nicht etwa allgemein oder vorsorglich erhoben werden dürfen. Paragraf 31 Absatz 2 Niedersächsischer Schulgesetz konkretisiert das grundsätzliche Verbot der Weitergabe von Daten an Dritte und legt Ausnahmen vom Verbot fest verknüpft diese aber wiederum eng mit dem Gebot der Zweckbindung und der Datensicherheit, indem er die Weitergabe nur an solche Dritte erlaubt, die selbst gemäß den Vorgaben der DSGVO arbeiten. Um die von der Schule einzuhaltenden Pflichten nicht rein praktisch zu überspannen, wird dabei die Formulierung benutzt, dass anzunehmen sei, der Empfänger der Daten halte sich an die DSGVO. Eine umfassende Prüfung des Datenschutzniveaus beim Empfänger wird der Schule somit also nicht abverlangt. Absatz 2, Satz 2 Nummer 2 ist eine generelle Öffnungsklausel, eine sogenannte Generalklausel, welche die Datenweitergabe an alle nicht explizit in 31 Niedersächsisches Schulgesetz genannten Behörden ermöglicht. Sofern die Behörde aufgrund ihres Zuständigkeitsbereichs die Daten benötigt. Und ergänzend die Voraussetzungen des allgemeinen Datenschutzrechts aus dem Paragrafen 6. Niedersächsisches Datenschutzgesetz für eine Zweckänderung vorliegen. Hierüber wird also etwa die Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft möglich. Was ist nun bei der Übermittlung von Daten zu beachten? Beispielsweise bezüglich der Kontrolle der Schulpflicht oder bei einem Schulwechsel. Paragraf 31 Niedersächsisches Schulgesetz regelt nun deutlich die Übermittlungsbefugnisse einer Schule. Schulen dürfen personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern und ihren Erziehungsberechtigten auf Ersuchen übermitteln und zwar an folgende Empfänger. Die Landesunfallkasse bzw. den Gemeindeunfallversicherungsverband GUV wie in Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 geregelt. Die berufsständischen Kammern, hierzu Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. Andere öffentliche Stellen, also beispielsweise Behörden, wie in Absatz 2 Satz 2 geregelt. Dann gibt es noch Stellen, bei denen die Übermittlung nur dann zulässig ist, wenn sich die Stelle verpflichtet, die Daten nur für Zwecke zu verarbeiten, zu deren Erfüllung die Daten übermittelt wurden, also bestimmt sind. Das sind Ersatzschulen und Ergänzungsschulen gemäß Absatz 3 Nummer 1, anerkannte Tagesbildungsstätten gemäß Absatz 3 Nummer 2, außerschulische Einrichtungen und Jugendwerkstätten, gemäß Absatz 3, Nummer 3, Ausbildungsbetriebe im Rahmen der dualen Berufsausübung, gemäß Absatz 3, Satz 2, Nummer 1, nicht öffentliche Stellen, also beispielsweise Rechtsanwälte, gemäß Absatz 3, Satz 2, Nummer 2. Ein allgemeines Muster für die genannte Verpflichtungserklärung finden Sie unter dem eingeblendeten Link. Bei einer Übermittlung an Ausbildungsbetriebe und andere nicht öffentliche Stellen dürfen zudem keine Gründe für die Annahme bestehen, dass das Interesse der betroffenen Person an der Geheimhaltung das Interesse an der Übermittlung überwiegt. Außerdem ist zu beachten, dass die Übermittlung an die oben genannten Stellen jeweils nur zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Zweck erfolgen darf. Es muss dabei stets hinterfragt werden, ob eine Übermittlung der personenbezogenen Daten auch tatsächlich erforderlich, also für die Aufgabenerfüllung der empfangenen Stelle zwingend notwendig und nicht nur nützlich ist. Eine übersichtliche Darstellung, welche Daten eine Schule zu welchem Zweck und unter welchen weiteren Voraussetzungen übermitteln darf, enthält eine Grafik, die Sie hier abrufen können. Paragraf 31 Absatz 3 Niedersächsisches Schulgesetz regelt den besonders neuralgischen Fall der Übermittlung von bei einer Behörde gespeicherten Daten an nichtstaatliche, also private Dritte. Da diese nicht dem Rechtsstaatsprinzip verpflichtet sind, darf nicht automatisch davon ausgegangen werden, personenbezogene Daten würden dort regelkonform behandelt. Über die reine Zweckbindung hinaus wird daher verlangt, dass sich der nichtstaatliche Akteur ausdrücklich dazu verpflichtet, die Daten zweckgerecht zu nutzen. Insofern besteht eine Parallele zu den Vereinbarungen über Auftragsdatenverarbeitung gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Daneben schließt die Neufassung des 31 Absatz 3 Niedersächsischen Schulgesetz eine Regelungslücke, die in der Vorgängerfassung aus dem Mai 2018 bestand und die berufsbildenden Schulen in Schwierigkeiten brachte, da der tradierte Austausch mit den Ausbildungsbetrieben und den einzelnen dortigen Ausbilderinnen und Ausbildern datenschutzrechtlich nicht mehr eindeutig zulässig war. Paragraf 31 Absatz 4 Niedersächsisches Schulgesetz unterscheidet sich auf den ersten Blick nur durch die genannten dritten von Absatz 3 tatsächlich geht sein Regelungsgehalt aber über die Zweckbindungsregelung hinaus und legt fest, dass im Rahmen des Grundsatzes der Datensparsamkeit an die in Absatz 4 genannten Dritten nicht sämtliche über die Schülerinnen und Schüler vorliegenden personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen, sondern nur der in Absatz 6 Satz 3 genannte Ausschnitt der Gesamtmenge an Daten. Was heißt das nun für den Einsatz digitaler Lehrmittel und Lernmittel? Hier müssen wir wieder in das Niedersächsische Schulgesetz schauen, und zwar in den Paragraphen 31 Absatz 5 sowie in den entsprechenden Erlass des Kultusministeriums. Dort heißt es: Internetbasierte Lern- und Unterrichtsplattformen dürfen nur eingesetzt werden, soweit diese den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften entsprechen und die Schulleitung dem Einsatz zugestimmt hat. Die Schule darf für den Einsatz digitaler Lehr- und Lernmittel neben den personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten auch personenbezogene Daten der Lehrkräfte verarbeiten. Im Übrigen gilt hierfür Absatz 1 Satz 1. Der Absatz 1 Satz 1 sagt wiederum sinngemäß aus, dass das Ganze nur für dienstlich begründete Anwendungen statthaft ist. Wir erinnern uns zur Erfüllung des Bildungsauftrages, zur Erziehung oder Förderung und so weiter. Wer das noch einmal nachsehen möchte oder nicht mehr in Erinnerung hat, schaut an dieser Stelle in die entsprechenden Stellen im Gesetz. Die zweite Rechtsvorschrift, die wir uns anschauen wollen, ist der Erlass privater IT-Systeme. Da Lehrkräfte ja sehr häufig ihre privaten IT-Systeme oder Leihgeräte für Lehrkräfte im Unterricht einsetzen. Da steht nämlich, das Speichern und Anzeigen personenbezogener Daten in Clouds oder über Applikationen von Fremdanbietern ist zulässig, wenn zuvor mit diesen ein Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne von Artikel 28 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung geschlossen wurde. Für den Fall, dass im Rahmen einer Auftragsverarbeitung eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt, sind die Artikel 44 bis 49 der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Über Clouds oder Applikationen von Fremdanbietern wird zutreffen. Wenn wir einen Lernquiz im Internet durchführen, dieses Quiz wird ja auf einem anbieterseitigen Computer oder Server betrieben. Und sobald wir hier personenbezogene Daten eingeben, müssen wir diese Regelung beachten. Der zunächst nur für Grundschulen interessant erscheinende Paragraf 31 Absatz 6 Niedersächsisches Schulgesetz regelt in Wirklichkeit das Fundament der Datenerhebung an Schulen. Denn die mit Beginn der Schulkarriere in der Grundschule gesammelten personenbezogenen Daten bleiben für den Rest der Schulkarriere grundsätzlich gleich. Der Grundsatz der Datensparsamkeit spiegelt sich in der Norm deutlich wider. Nach früheren Fassungen des 31 Niedersächsisches Schulgesetz durfte ein umfassender Kanon personenbezogener Daten gesammelt werden. Paragraf 31 Absatz 8 Niedersächsischer Schulgesetz regelt den Fall, dass Kindertagesstätten mehr personenbezogene Daten über Kinder gesammelt haben, als die Schulen gemäß Paragraf 31 Absatz 6 Niedersächsischer Schulgesetz eigentlich nutzen dürften. Die Übermittlung dieser Daten ist zusätzlich. Hier ist auffallend, dass das Datenschutzrecht insgesamt liberaler ist, wenn es um die Datenübermittlung von privaten Dritten, etwa freien Trägern, an den Start geht, als im umgekehrten Fall. Die Schule muss nach Erhalt der Daten aber im Lichte des Grundsatzes der Datensparsamkeit prüfen, ob deren weitere Speicherung und Verarbeitung notwendig ist. Selbst wenn dies letztlich verneint werden sollte, ist durch die Formulierung des Absatz 8 aber sichergestellt, dass die Schule zunächst alle Daten erhält und somit gegebenenfalls auch über Sachverhalte informiert wird, die nicht zum schulischen Kerngeschäft gehören, aber gegebenenfalls doch wissenswert sind. Paragraf 31 Absatz 9 Niedersächsisches Schulgesetz wechselt die Perspektive, da es hier nicht mehr um personenbezogene Daten der Kundschaft oder Schülerschaft, sondern der Mitarbeitenden geht. Geregelt wird dabei nichts Grundsätzliches zum Recht der Personaldaten, da dies Spezialregelungen wie beispielsweise die Paragraphen 88 fortfolgende des Niedersächsischen Beamtengesetzes und 3 Absatz 6 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vorbehalten bleibt. Geregelt wird nur die schulische Sonderkonstellation der Qualitätsentwicklung gemäß 32 Absatz 2 Niedersächsisches Schulgesetz für die personenbezogenen Daten der Mitarbeitenden, auch über ihre eigentliche Zweckbindung, nämlich beispielsweise der Organisation des Beschäftigungsverhältnisses bzw der beamtenrechtlichen Bindung hinaus genutzt werden dürfen. Mit der Behörde nach 123a Niedersächsisches Schulgesetz ist schließlich das Niedersächsische Landesinstitut für Schulische Qualitätsentwicklung NLQ gemeint. Der zehnte und letzte Absatz des 31 Niedersächsisches Schulgesetz Greift eine Besonderheit der Datenschutzgrundverordnung auf. Diese differenziert in ihrem Artikel 9 allgemeine personenbezogene Daten von sogenannten personenbezogenen Daten besonderer Kategorien. Hierdurch sollen besonders sensible Daten, etwa aus dem Bereich Gesundheit, sexuelle Orientierung, politische Meinung, Glaube und so weiter, noch stärker geschützt werden. Paragraph 31 Absatz 10 Niedersächsisches Schulgesetz greift dies auf und legt im Sinne von Zweckbindung und Datensparsamkeit fest, in welchen Fällen die besonderen Kategorien bezogener Daten ausschließlich genutzt werden dürfen. Da insbesondere im Bereich der Inklusionsschülerinnen und Schüler gemäß 4 Niedersächsisches Schulgesetz vielfach mit medizinischen Daten und Gutachten gearbeitet werden muss, um die rechtliche Gleichbehandlung gegenüber nicht eingeschränkten Schülerinnen und Schülern zu gewährleisten, findet der Paragraf 31 Absatz 10 Niedersächsische Schulgesetz häufig und an nahezu jeder Schule Anwendung. Bei der mehrfach erwähnten obersten Schulbehörde handelt es sich um das Niedersächsische Kultusministerium MK. Die regionalen Landesämter für Schule und Bildung RLSB sind hingegen in der juristischen Hierarchie-Terminologie obere Schulbehörden. Wann darf eine Schule besonders sensible Daten wie religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gesundheitsdaten oder Daten, aus denen die ethnische Herkunft hervorgeht, verarbeiten? Insbesondere gibt es für die sogenannten sensiblen Daten gemäß Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung zu beachten. Gesundheitsdaten darf eine Schule gemäß 31 Absatz 10 Nummer 1 Niedersächsische Schulgesetz insbesondere verarbeiten, um die Schulfähigkeit feststellen zu können, um die Aufgaben der Schülerbeförderung erfüllen zu können, um der Landesunfallkasse bzw. dem GUV die Aufgabenerfüllung der gesetzlichen Unfallversicherung zu ermöglichen, um einen Nachteilsausgleich gewähren zu können, um einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung feststellen zu können, um feststellen zu können, ob die Schulpflicht erfüllt wird oder um den Impfschutz beispielsweise den Masernschutz, nach Infektionsschutzgesetz zu erfassen. Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hervorgehen, dürfen verarbeitet werden, soweit dies für die Organisation des Unterrichts erforderlich ist, gemäß 31 Absatz 10 Nummer 2 Niedersächsisches Schulgesetz. Daten, aus denen die Herkunft hervorgeht, Darf die Schule insbesondere verarbeiten, soweit dies für Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkenntnisse, besonderen Sprachförderungsmaßnahmen oder Erteilung herkunftssprachlichen Unterrichts erforderlich ist. Siehe 31 Absatz 10 Nummer 3 Niedersächsisches Schulgesetz. Eine übersichtliche Darstellung, wann eine Schule sensible personenbezogene Daten verarbeiten darf, enthält die hier abrufbare Grafik. Die Grafik befindet sich auf Seite 4.